Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Ja, weiter geht's. Also, wir kümmern uns in dieser Folge um die ultimative Waffe. Und zwar brauchen wir dazu ein paar Sachen. Bin jetzt zu Hause hier falsch da. Wir werden uns das hier craften. Die war ja Vaira. Vaira? 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 Keine Ahnung. So, irgendwie heißt das. Wir brauchen wir Reif, Eisen, Energiekristall, das haben wir eh alles. Am schlimmsten ist hier das hier, die Core. Da brauchen wir Superconductor-Kabel. Drei, wir brauchen 1, 2 und ich glaube da oben brauchen wir noch also eh genau 3. Das heißt 6 mal diesen Superconductor. Dann müssten wir ja schon ein Rezept haben, die habe ich schon mal reingemacht hier. Da brauchen wir 6 Stück. So, das war, ich glaube so, dann war Gold und Glasfaser. Und ich glaube Gold war das, oder? Gold. Mal gucken. Ja. 3 Stück. So, wo ist es jetzt? Na, bist du, warum kann ich hier nicht weiterblättern? Doch, da oben. Da ist es nicht. Brauchen diese ultimative Waffe, weil wir dann ins End gehen werden. Und ein paar, ja, wie sagt man dazu? Ender. Nee, Ender Dragon werden wir nicht besiegen. Wir werden ein paar, wie heißen denn die jetzt? Endermänner besiegen, aber das sind ja jede Menge. Und deswegen brauchen wir eine gute Waffe. Dann ist das nicht mehr so schwer. HV ist. MV ist Maschinenblock und zweifach isoliertes Kabel. Maschinenblock. Haben wir Goldkabel? Nee, dann machen wir uns gleich welche. Da brauchen wir dann Rubber. Zweifach isolierte. Den da brauchen wir E2. Was brauchen wir dann noch? Warum ist der jetzt schon wieder verschoben hier? Kann mir das einer erklären? Hallo, ich hatte das ja eingestellt. Wie heißt das? So, dann haben wir das immer so. Gut. Dann haben wir ein MV, das haben wir. Iridiumplatten. Brauchen wir Iridium? 4, wir brauchen jetzt. 2, also brauchen wir 8-mal Iridium, 2 Diamanten und 8-mal. Also 2 Diamanten, 8-mal diese Advanced Alloy, mal 5, 6, 7, 8-mal. 8-mal, genau, und 8-mal Iridium Blades. Jetzt haben wir 9, egal. Das heißt, wir brauchen Ometer. Das war, ich glaube, so für Iridium, oder? Noch mal ein bisschen mehr. Das kann man ja immer wieder gebrauchen. So, weg damit den Dreck hier. Braucht kein Mensch. Dann war das folgendermaßen. Mess mich nicht durch. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, schaut gut aus. Genau, zweimal Iridium Platten. So, irgendwie will die Shift-Taste nicht da doch jetzt. Haben wir das schon? Dann brauchen wir hier die Desla. Da brauchen wir eben ein MV wieder. Also den MV. Ja, genau, den HV brauchen wir ja auch noch da unten. Habe ich ganz vergessen. Redstone Schaltkreis. Redstone. So, Schaltkreis, also Electric Circle. Haben wir nix. Machen wir 10-mal. So. Und refinet Eisen. Refinite Iron. So. Dann haben wir den hier. Und wir brauchen gleich nochmal hier. Aber ich nicht, aber wir brauchen hier einen HV ist. Schaltkreis, Energiekristall. Energiekristall brauchen wir hier auch noch ein, also dreimal. Das heißt, so und Diamanten waren das. Hier. 1, 2, 3. Okay, das bringt eh nichts, weil er nimmt das sowieso aus dem Lager raus. So, dann war es wieder Schaltkreis.
Und diese komischen Kabel da, das, was war denn das jetzt? Wer welche? HV-Kabel, das heißt, das war sicher mit Ethernet-Eisen, genau. Da brauchen wir zwei, also HV vielleicht, haben wir irgendwas? So, zwei und Gummi. Wieder mal. Da haben wir jetzt nicht viel, aber ich glaube, das geht ja aus. Wir brauchen eh nur zwei, ja. So, dann warst du oben, du da, du da, du da. Und in der Mitte war. Weiß kein Mensch. Ah doch, der. Hier, wo ist er denn da? Oder auch nicht. Vierfach isolierte, zweifach. Okay, das heißt, wir brauchen noch Gummi. Nehmen wir dich raus. Und Kompressor, Extraktor. So. Und dann. So. So. Ah, okay, so ist das. Zack, zack. Du da rein, du da rein. Du hier, du da und du da. Genau, den HV haben wir. Dann haben wir hier nochmal HV, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Oder? Die zwei haben wir. Die zwei Iridiumplatten haben wir. Die drei haben wir. Das stimmt mal. Dann brauchen wir den da oben noch. Also ein Superkonduktorkabel. So. Und Refinet-Eisen und Kupfer. Refinet-Eisen. Und Kupfer. Kupfer. Ja, weil sich viele wundern, warum wir jetzt eigentlich ziemlich wenig Video rauskommen. Das ist ganz einfach, weil ich momentan ziemlich am Arbeiten bin am Server, also am neuen. Der wird ja ein ziemlich guter Server werden, weil wir da ja jede Menge Mods drauf haben werden. Also es wird ein öffentlicher Server mit ja, über 100 Mods werden. Sehr viele neue Mods, die ich selbst noch nicht kenne. Deswegen, ja, kann das auch ein bisschen länger dauern. Aber jetzt verstehe ich nicht, warum. Ethernet Eisen, Superconductor. Braucht ihr ein anderes Kopf oder was? Testen wir einfach mal. Das muss in den Ofen rein. Dann halt zuerst pulverisieren. Wo ist mein Maserator? Skalierkompressor, Ofen. Okay. Duktenschmelzer, Pulverisierer, hier ist er. Lass mal hier durch. So, das Obsidian könnten wir theoretisch hier schon mal rein tun. Das, hier fehlt dann noch Lead. Schauen wir mal, ob das so klappt, überhaupt, wie ich mir das vorstelle. Ich das hier in den Ofen reinfügen kann. Kommt wieder das gleiche raus, ne? Aber von Rezept her müsste es ja passen. Bin ich dumm. So. Refinet Eisen und Kupfer und Superconductor. Refinet Eisen, Kupfer und Superconductor. Irgendwie stimmt das Kupfer wahrscheinlich nicht. Das heißt, ich brauche einen Maserator. Den haben wir, ich glaube, unten. Hier hinten haben wir einen. Weil das jetzt gleich wieder rausziehen wird, aber das soll uns ja nicht stören. Ja, ihr seht, das zieht er gleich raus. Aber wir haben es dann im System und können es oben wieder, ja, holen sozusagen. Das heißt, das muss jetzt hier drin sein. Kupferdast, vier Stück, passt. Und das kommt jetzt einfach in den Ofen, dann haben wir ein anderes. Zack, zack, genau, und das müsste das Richtige sein. So. Genau, also man braucht wirklich das spezielle Kupfer, sonst funktioniert das nicht. Schade. Ich dachte, das geht mit jedem. Refinet Eisen zweimal. Dann brauchen wir Carbonplatten zweimal. Einmal, einmal craften wir noch. Es dauert jetzt ein bisschen so und fertig ist jeder, also nicht mal so schlimm. Ist mir gerade aufgefallen, da fehlt noch was. Warum habe ich das noch nicht fertig eigentlich? Das hier. Haben wir jetzt.
Achso, nee, passt schon. Das wollte ich eigentlich bauen. Nicht das. Ah, meine, meine, meine. Also, Megadon und die Tesla Coil. Da ist die Tesla Coil und ich glaube, der HV war unterhalb, oder? Genau. Superconductor und zweimal den hier. Genau. Dann war der in der Mitte da oben. Das. Links, rechts. Das. Das. Und unterhalb war, ah, okay, Alapatronkristall und zweimal Advanced Alloy. Einmal macht 10 Stück. Und der Alapatronkristall war so, zweimal Schaltkrause, glaube ich, genau, und Lapis. So, und dann haben wir Electric Circle, 2 Stück. Und 6-mal Lapis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Craften wir gleich mal hier irgendwo zusammen. So. Achso, jetzt habe ich erst wieder 3 Schaltkreise. Na egal. Können wir ja jederzeit wieder reinmachen. Zack. Und hier ist unser Vaja. 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 Zack. Ja. Warum ich das jetzt gecraftet habe, ist ganz, ganz einfach. Das ist ziemlich eine brutale Waffe. Also, die hat es in sich. Da kann man mit so einem Diamantschwert oder Nanosäber, ja, futzen gehen. Braucht auch ziemlich viel Strom, also ihr seht, 1 Million, glaube ich, waren das jetzt? Ja, genau 1 Million braucht das. Da haben wir auch unser Labpack, das werden wir uns da behalten. Ja, komm, komm, komm. So. Da ich den Enderdrachen ja, den Enderdrachen, Enderdrachen nicht gleich besiegen will, weil ich habe mit denen noch was Spezielles vor, also den will ich nicht gleich töten. Ich will nur ein paar Enderperlen und ein paar Bienen haben. Ja, ich weiß, viele sagen, die Bienen, da braucht man einen Enderdrachen, weil man das Ender-Ei braucht. Nee, das geht alles anders auch. Man kann alles austricksen. Offiziell natürlich. Da wir ja extra Bienen drauf haben, können wir ja die Bienen dann so hinzüchten, dass sie kein Enderauge brauchen. Also Ender. Ei brauchen. So wie ein Dummer, die Diamant kommt hier ein paar raus. Und hauen die in die Zentrifugen. Wo haben wir Zentrifugen? Hier glaube ich nicht mehr, oder? Hier wollte ich auch nochmal weiterbauen. Ah, ne, Carpenter. Squeezer. Carpenter. Ne, Zentrifugen. Wo haben wir eigentlich Zentrifugen? Die haben wir. Ah ja, in unserem Zwischengebäude, ne? Ne, ganz drüben haben wir die. Aber hier hätten wir auch eine. Zack, rein damit. So, dann tun wir euch da mal hier rein zum Lagern. Dürfen wir nicht vergessen. Da kommen schon Diamanten raus. Gut. Ja. Was wir noch brauchen ist. Wir werden uns da einen Teleporter mitnehmen. Das ist ziemlich einfach. Eisen, Glas. Okay. Also, Iron. Und Glas. Zack. Und dann war es einmal Purple. Purple haben wir nicht. Purple bekommen wir aus Lapis und Rot. Rot und Lapis. Zack. So und so, Werbel. Machen wir gleich zwei, dann haben wir es hinter uns. Was bringt das der? Ganz einfach, man kann ja mit denen spielen und das geht weltenübergreifend ohne Probleme. Glaube ich halt, ich habe es gar nicht noch getestet. Aber das werden wir ja sehen, entweder klappt oder klappt nicht, das sehen wir eh dann. Müssen mal gucken, haben wir. Den Helm haben wir dabei, aber Dings haben wir nicht dabei, oder? Die Quantenrüstung. Hier haben wir sie auch nicht. Wo habe ich denn die Quantenrüstung Weiß das zufällig jemand? Wo ich meine Quantenrüstung habe? Gute Frage, ne? Da sind LV Solarheim.
hier ist. Ah, da ist sie. Was tue ich denn? Warum ist er wohl da? Die Leggings. Ach, Menno. Bin ich blöd. Die Leggings laden wir mal auf. So. Die brauchen wir ja. Reserve halber, falls unser Dings da unten nicht reicht, können wir jederzeit umsteigen und das andere nehmen. So, da braucht jetzt ein bisschen, bis er die auflädt. Und dann schwupsen wir ab in das End. Das Portal habe ich schon gefunden. Da habe ich unseren letzten Ender Perlen verbraucht für diese Enderaugen. Es ist ja nicht schlimm, da habe ich eh ein paar zu viele gemacht. Weiß nicht, was man mit denen noch machen kann. Sind Enderaugen, also Eye of Ender. Braucht man nur dieses Blaze Powder und das haben wir ganz einfach mit dem Blaze Wolf. Enderperlen können, da habe ich gemacht, einfach aus Eisen. Ja, und das will ich einfach nicht mehr machen, deswegen gehen wir ins End. Gibt es jede Menge Endermänner, die wir töten können. Da war's drinnen. So. Aufräumen. Dich nehmen wir hier raus. Dich behalten wir, falls wir es brauchen. Schwert haben wir. Gut. Da würde ich sagen, wir fliegen mal hier hin. Zwar habe ich hier eh nur noch einen Wegpunkt. Das heißt, wir schalten die Fly Control an. Zack. Bleiben wir stehen und in diese Richtung ist mehr. Ratzifatz. Na komm, schneller. Ich weiß nicht, wie weit das war, aber ich glaube nicht so weit. Ich glaube so 500 Meter oder sowas war das weg. So, da ist er schon. Da unten ist es, ihr seht es. So, Fly Control aus. Zack, hupp. Dann geht's hier runter. Und wir fliegen genau drauf. Also genau mittig. Jetzt weiß ich nicht, da unten war mal Lava. Ich weiß gar nicht, ob wir die brauchen. Ich habe die mal zugemacht. Ich war noch eigentlich noch nie im End so. Hier habe ich nur eben, sage ich ja, 5 habe ich gemacht. Also war zu viel. Ah, nee, es fehlen da noch. Warum fehlen da 2? Hier hatte ich alle voll. Bin mir ganz sicher, dass ich alle voll hatte. Komisch. Zack. Oh, doch, es geht. Also ihr seht, das Enderportal lebt. So, dann gehen wir mal rein. Gucken wir uns die ganze Sache mal an. Hoffentlich funktioniert es. So, wir sind hier gespawnt auf einer Fläche. Also das finde ich ja schon mal echt spitze, ne? Da oben ist er. Ach, Menno, das ist laut. Komischerweise kann man das nicht leiser stellen. Na egal. Warum kann man das eigentlich nicht leiser stellen? Hä? Na egal, man braucht also mindestens ein Jetpack, um hier rüberzukommen. Das finde ich echt genial. So, wir fliegen einfach hier mal rüber. So. Die Freunde kommen schon und zack. Braucht man nur einen Schlag und die sind tot. Das ist das Schöne daran. Zack. Und stirb. Ja, doch, ein bisschen mehr als ein Schlag. Normalfall nicht, soviel ich weiß. Ey, lasst mich hier frieden. Ich habe euch nichts getan. So, wo ist unser Papa Schlumpf hier? Wir müssen ein bisschen aufpassen. Da ist er. Komm, Papa Schlumpf. Ich werde dich mal erlösen, ne? Mach die mal kaputt. Bumm, ja, ich hab dich getroffen. Na, warum geht das nicht? Ah, jetzt. Komm, Papa Schlumpf. Also, wir nehmen eh keinen Schaden irgendwie, ne? Und zack. Bumm. Tun wir ihn ein bisschen einschränken. So, komm, Papa Schlumpf. Und bumm. Oh, hab ich dir wehgetan? Ja, tut mir leid. Hör auf hier. Irgendwie ist das mit dem Fliegen ein bisschen dumm, ja. Bom. Oh, jetzt habe ich Schaden genommen. Finde ich nicht gut. So, Enderburn haben wir erst 2. Warum werde ich hier angegriffen? Ah, von dir. So, weg damit euch. Alle kalt. So, zack und zack. Also 2 Schläge brauchen die nur noch. Das ist sie schon tot. So, aber Enderperlen droppen die fast keine, ey.
Ich dachte, wenn wir schon Enderpearls holen, sehr viele, aber nichts zu machen, ne? Fast keine. Was haben wir denn auf unserem Schwert? Haben wir da irgendwas drauf? So ist dieser Loot nicht drin. Ja, dann versuchen wir es mal mit dem Schwert. Mal da was mehr rausbekommen. Ja, schon mal zwei, das ist schon mal gut. Dann machen wir es halt mit dem Schwert. Ich dachte, diesen war ja geht's besser, aber naja. So, ja, wo bist du denn? Weg da. Stirb. Ah, 13, das ist schon besser. Aber ich denke mal, so viel brauchen wir nicht. Wir müssen uns jetzt eher um die Bienen kümmern. Der Drache hat sie wieder aufgefüllt. Schauen wir mal, Bienen. Sind da ein paar? Hier sind ein paar. So, zack. Lass mich in Frieden, wo bist du denn? Na komm, trau dich doch. Noch ein paar Bienen, so. Ein paar Bienenstöcke wollte ich schon haben, sind ziemlich wenig hier. Na, nicht gerade viel. Ich dachte mir, hier wird mehr los sein. Besonders an Endermänner. Ich mir schon, dass da etwas mehr los sein wird. So. Komm, bumm. Hier auch nochmal. Also, die können wir dann alle zerstören, dann ist der Ender da eh ein Furz gegen uns. Kann er gar nichts gegen uns auslösen, aber ich will ihn ja noch nicht zerstören. Ich will ja noch ein paar Tests mit denen durchführen. Hier, so. So ein paar Experimente. So, da müsst ihr jetzt sein, komm. Ui. Kommst du? Na komm, hol mich doch. Komm, ja, komm. Komm doch. Haha. Und bumm. Oh. Hat's weh getan. Ich weiß, er kann sich eh wieder auffüllen, die Leben. Aber auch nicht mehr lange, weil viele gibt's davon nicht mehr. Komm rauf hier. So, und doch auch nochmal. Ich glaube, das war's jetzt eh mit den ganzen. Also jetzt ist er eh nur ein Furz in der Hose. Weil jetzt einmal schlagen, ach, komme ich nicht dazu, egal. Wir brauchen noch Bienenhäuser, da haben wir noch ein paar. Zack, gehört uns. So, was haben wir noch? Haben wir noch irgendwo Bienenhäuser? Blablabla. Also viel was, wie gesagt, viel fahren sie jetzt nicht. Ah, da haben wir, da kann ich nochmal aufladen. So. Viele Bienenhäuser waren es echt nicht. Naja, da müssen wir dann vorsichtig züchten. Hallo. Ihr seht, man kann hier Obsidian mit Einschlag abbauen. Komm doch, komm schon. Uah. Kann ich hier ärgern? Schau, da kann ich darüber schießen. Zack und weg bin ich. Sterbt, ihr müsst alle sterben. Hey, was tust du hier? Lass mich in Frieden. Was hat denn der jetzt gedroppt? Da ja, so eine. So. Du noch, du nervst mich gerade hier. Komm doch. Ey. Ihr wollt mich doch verarschen, oder was? So, aber jetzt bist du tot. Und du auch nochmal. So. Gut, dann würde ich mal sagen, wir pullen uns mal hier kurz nach unten. So. Machen uns einen kleinen Raum oder so, ne? Wo dann wir reinkommen, also zwei hoch, da kommt kein Enderman mehr rein. Wir sind da ein bisschen geschützt, da machen wir uns einen kleinen Raum hier und da werden wir uns dann eine kleine Base einrichten. So. Genau. Hier kommt dann, oh, jede Menge Enderprinzessin. Unser Teleporter hin und wir sagen nach Home neu. Okay. Und hier haben wir End. Und ja, der ist jetzt weg, ne? Beide Enderdrachen uns das zerstört hat, weil wir noch zu wenig weit tief waren, schätze ich mal. Das heißt, wir pullen uns noch einfach mal runter ein bisschen. Wo er nicht hinkommt, hoffe ich halt. So, dann haben wir ein kleines Problem hier. Nee, haben wir nicht. Das werden wir gleich lösen. Wir haben ja, ich hoffe es, ja, unseren Mutorder dabei. Mit dem kommen wir ja jederzeit nach Hause. Und können uns das organisieren. Also dreimal war es Glas. Dreimal war es Eisen. Okay, er kommt doch hier rein.
Das heißt, wir müssen das irgendwie so machen, dass wir das dann aufstellen, wenn er nicht hier ist. Also wirklich. Ich hatte ja Purple Dust oder sowas drin. Hä? Wo ist denn der jetzt? Da ging aus Rot. Und Lapis, ne? Ich hoffe, der zerlegt uns hier nicht. Ne. Gut. Lapis. So. Bequesten und wir brauchen ein bisschen Holz, damit wir das Ganze, oder nee, Hammer. Vielleicht irgendwo zufällig den Stein, ja, Hammer. Das war dann so und. Also wir brauchen ja zuerst noch die ganzen Sachen aus unserem Rucksack. Ja, lass uns in Frieden. Warum kann uns der hier unten angreifen? Das verstehe ich nicht. Finde ich echt doof. Dann machen wir das anders. Dann gehen wir. Man, wir sind ja auch mittendrin. Ne? Das ist auch blöd. Kann man ja gut verstehen, dass uns hier angreifen will. Wir haben ja hier eine große Plattform gehabt. Wo waren die? Hier war sie. Dann gehen wir einfach auf unsere Plattform. Hier wird uns hoffentlich wohl nicht angreifen. So. Hier sind wir ziemlich weit weg von seinem Gebiet. Genau, jetzt wartet er hier oben. Na gut. Dann schauen wir hier nochmal. Craften wir uns nochmal so ein Teleporter, den wir ja schon hatten. Und der uns zerstört hat. Weil, wie gesagt, mit dem sollten wir nach Hause kommen. So, einfach hier hin. Dann sagen wir neu Home und. End hatten wir ja schon. 1. Man macht End 1 und raus geht's nach Süden. Genau. Achso, jetzt hat er das nicht übernommen. Home neu. End 1. Okay. So, wenn wir hier reingehen. End 1 Hammer. Priority in Nord. Das ist jetzt. Okay, was ist jetzt los? Hallo, was ist jetzt los? So, also ich fall mal, tun wir mal Fly Control anschalten. Bleiben wir mal stehen. So, also ich sehe jetzt nichts mehr. Seht ihr irgendwas? Kann mich auch nicht vor- und zurückbewegen. Irgendwas war jetzt das Problem. Warten wir Disconnect mal. Versuchen wir das neu. Und hoffen, dass es dann klappt. Nö, irgendwie nicht, ne? Wir sind jetzt irgendwo im Nirgendwo. Die Frage ist, wo war das hier? Hier ist es. Da ist es. Da sind wir wieder. Okay, da gibt es jetzt irgendwie ein paar Probleme. Ah, okay, ich glaube, ich werde mal schauen müssen, woran das jetzt liegt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich werde mal nach Hause gehen und die Bienen dann schon anfangen zu züchten. Also bis dahin, ciao und viel Spaß, Leute. Bis dann.